Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von The Wolfenstein: The New Order. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Hundefutter. Und wir müssen immer noch aus Eisenwald entkommen. Weiß noch nicht, wo lang. Kommst du mit? Achso, ja, komm mit. Hier, ja. Ja, gerne. Nehmen wir mal die Schrotflinte raus. Aus nächster Nähe ist die wirklich besser. Oh oh, wieder Speicherpunkt. Oh, ich hab grad ein Messer nach dem geworfen. Cool. Ich weiß ja nicht, was du da schon wieder machst, aber. Oha. Was? Was war das denn? Was war das denn? Der hat mich dreimal getroffen und ich bin tot. Na gut, ich sammle auch da die ganze Zeit Sachen ein. Ja, komm, machen wir nochmal. Oh, armer Wuffi. Es rennt doch nicht vor, Junge. Ah, das ist hier so gepanzert, hatte deswegen. So, noch jemand? Ohne. Ah, da hinten ist nochmal so ein fetter. Alter Schwede. Ja, ich brauche Health, ich brauche Health. Keine Panzerung. Komm schon. Oh, Alter, 10 HP noch. Ich glaub's nicht. Ah, oh, fuck. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. 8 HP. Er hat ihn. Na, nimm doch mal das Medikit auf. Warum nimmt er denn nicht das Medikit auf? Jetzt. Halt, wieso? Wieso die Waffe? Ich will aber die Waffe. Alter, diese Riesenviecher, die sind echt übel. Die sind so pervers übel. Ah, komm schon, Hundefutter. Ein goldener Helm. Hey, ich habe einen goldenen Helm. Da ist Panzerung. Werden Sie Mondsoldat. Auf den Mond kommen wir ja auch noch. Das. Es ist doch aber nicht das schwere Gewehr, oder? Doch ist es. Okay. Ich will gar nicht um die nächste Ecke rum. Wo? Was? Stopp doch mal einfach. Ah, da ist der nächste. Weil die Schrotflinte ist auf Entfernung absolut Schrott. Also ganz am Rande. Hat die keine Panzerung getroppt? Ah, die haben doch tatsächlich keine Panzerung getroppt. Ah, oh, die Kette. Noch irgendwo was? Noch irgendwo was? Da war doch. Na?
Ah, das war wieder mal dumm. Das war besser. Hey, Vorsicht! Was denn? Das war wieder so ein Fetter. Alter Schwede. Super. Mach das. Die Dinger schalten wir auch gleich mal aus. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da! Ja, geile Karre. Jawohl! Drücken Sie beschleunigen R2 und zum Bremsen rückwärts fahren. Ah, okay. Jawohl. Yeah, baby! Ui! Oh, kurze Fahrt. Anja! Gewitzt, loyal, hartnäckig. Ernsthaft? Oh, jetzt kommt ihr auch mit dem Panzer. Was hat der denn da in der Hand? Anja! Unglaublich, dass du da rausgekommen bist. White, darf ich vorstellen? Anja, die Frau meiner traumlosen Nächte. Mann, ich habe voll immer die Wortfindungsstörung. Weiß jemand, wie man einen Wagen kurz schließt? Chica. Ein Polizeiauto, ernsthaft? Nein, 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 Alter. Oh, fahr schon, mach schon. Na, voilà. Ich hoffe, Sie wissen, wie man hier rauskommt. Ich bring Sie nach Hause. Also die Musik dazu ist so geil. Dumm, 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 so rammsteinmäßig. In der Stadt sind überall Kameras. Sie verfolgen uns, wo wir auch hingehen. Wir hätten mehr Möglichkeiten. Es ist nicht ratsam, das Hauptquartier des Wiesenau-Widerstands tagsüber aufzusuchen. Bis heute hat es keiner versucht. Krass. Aber kein Flieger am Himmel. Niemand folgt uns. Vielleicht können wir ja heute Geschichte schreiben. Unser Plan hat zwei Teile. Wenn alles glatt läuft, sollten wir in einem toten Winkel landen. Seid ihr alle bereit? Los! Jetzt! Laufen Sie! Haha. Verarscht. Das Gute am Regime ist, dass dort nur Idioten am Werk sind. Solange wir in der Gischt bleiben, sieht uns keiner. Und jetzt zu Teil 2, dem Sprung. Sobald wir unter Wasser sind, tauchen sie hinter mir her. Sie dürfen auf gar keinen Fall auftauchen. Hier wimmelt es von Wachen. Wenn sie auftauchen, sind wir tot. Also, nicht zögern. Springen Sie! Komm. Die Monumente der Wahrheit. Wo habe ich denn schon wieder meine ganzen Waffen verloren? Gut, dass wir alle so lange unter Wasser atmen können. Aquaman, Aquaman. Komm schon. Karte aktualisiert. Okay. Es tut mir so leid.
hier war, gab es vor dieser Öffnung noch kein Gerät. Ich war 3 Monate gefangen. Zum Glück kann man sein. Und könnte ich glauben, dass alles so bleibt. Großartig, wie Sie uns durchgebracht haben, Captain. Kann man die Dinger nicht aufschneiden? Ja, wahrscheinlich. Oh, Anja friert. Komm, ich muss mal Anja wärmen. Anja friert. Hm. Max, ich mach dich runter, auch, Max. Max, ganz langsam. Wow, okay, ganz ruhig, das ist Klaus. Er gehört zu uns. Er war mal beim Regime, aber er ist ganz jetzt auf unserer Seite. Herzlich willkommen beim Widerstand. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hm? Scheiße. BJ Blazkowicz. Das war ja klar, nur sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Ma'am. Schön, dass du zurück bist, White. Carolina, sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. 3 Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma. 10 Zentimeter langes Schrapnellen darüber. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt. Septischer Schock. Zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust. Kriegstrauma. 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, Sie zu sehen. Ich glaube, sie hat gewonnen. Tja. Und was können Sie tun? Für deine Sammlung, Jay. Wow, bin ich froh, dich zu sehen, Mann. Wie lang war's? 3 Monate, seit sie dich weggeschleppt haben? Hab gedacht, du wärst tot. Viele Leute, die in dem Knast landen, kommen da nie wieder raus. Echt stark. Und du hast ein paar neue mitgebracht. Sogar richtige Verstärkung. Echt cool, Mann. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anja. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Anja. Sie können. Hier sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können die. Oh yeah, first down, but not out. Die Royal Air musste gestern im Kampf um Liverpool einen schweren Deal in den Clive-Beinen zu vermelden und hat sich die Royal Air Force gezogen nach dem Verlust von mehr als 2/3 der Lenker. Sind trotzdem über die Uhrzeit verworten, auch Top-Formänner dürft weiter für. Okay. Ja, ist gut. Bobby Bahn. So, ja, der Schweigsame. Jay. Oder gut sortierte Werkbank. Ah, dann kann ich bestimmt irgendwas bauen. Hm. Rüstungsverbesserung. Wir müssen mal so ein bisschen... Wir müssen mal so ein bisschen hier noch ein bisschen drauf achten. Okay. Gibt's hier so? Hm. Okay, da kann ich nicht hin. Gehen wir erstmal nach unten. Verschlossen. Max, ich habe überall nachgefunden. Ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Eieieiei. Fünf Leute vom Widerstand, die gestorben sind. Mond, ja. Die Käfer. Oh, warte mal. Brecheisen. Da schläft keiner mehr. Ich würde auf der Couch schlafen. Da blinkt er doch irgendwas? Achso. Ist die Terrorgefahr gebannt? Nein, ist sie nicht. Alright. Oh, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain.
Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Mach er das? Ja. Wir schauen uns das ja alles mal noch ein bisschen an. Oh, Toilette. Oh, was gibt's denn da? Okay. Die Spülung geht jedenfalls noch. Bin ich jetzt hier? Oh, Roboterhunde. Kann ich hier... Warte mal. Na ja, okay. Geht wohl nicht. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach, wir sind ja völlig falsch. Aber schau mir das mal hier noch alles an. Albtraum. Albtraum? Wir sind doch hier in einem Albtraum. Träume. Seltsame Träume. Krass! Das Töten hört nicht auf. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Munition. Ja, wie geil ist das denn? Upsala, von hinten. Kommt der nächste. Was? Keine Munition mehr. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Alter Schwede. Komm schon, du Scheiß. Alter. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Kannst du das nochmal? Nein. Okay, die Leiter, die Kette können wir bestimmt irgendwann mal später mal durchtrennen. Okay. Nimm mal den kürzeren Weg. Hallo. Hey, wegen vorhin, was ich so auf Sie los bin. Mach dir gewohnt. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ. Ja, und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Was ist denn mit ihm? Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterturm Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Die Stimmung hier ist ja berauschend. Ah, Gott, der hat nur einen halben Schädel. Sehen Sie in Carolines Zimmer nach. Der Ordner müsste in Ihrem Schreibtisch sein. Alter Schwede. Kann ich noch was mitnehmen? Es waren irgendwelche Nachrichten. Will den Albtraum nochmal machen. Ich will den Albtraum nochmal spielen. Tools. Ups. Ach komm, wir nehmen mal den kurzen Weg. Opa. Hey. Das muss Max Zimmer sein. Was ist da denn dahinter? Ziel abgeschlossen. Finde den Ordner. Oh. Okay. Okay. So kann man das auch machen.
Gibt's hier noch irgendwas? Hey! Oh! Geht's da hier hin? Also da geht's weiter. Keine Ahnung, wo es lang geht. Okay, da kommen wir nicht raus. Ah! Goldene Urne. Okay, supi. Komm, steh wieder auf. Kannst du schneller laufen, Junge. Wohnt auch jemand? Wie kommen wir denn jetzt wieder raus hier? Wie kommen wir denn wieder raus? Hallo? Wie komme ich denn wieder raus hier? Die Sirene die ganze Zeit da draußen geht mir aber auch mächtig auf den Keks. Achso, ah, okay. Ah, geschickt, geschickt, geschickt. I'll be back, Anja. Vielen Dank, Captain Blaskovich. Nimm mich, bitte. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Nein. Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anja hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blaskovich im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Yeah. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Bemo! Beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte. Okay, dann geht's auf nach London, würde ich mal sagen. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Danke. Alter, sieht das hier trostlos aus. Das ist London? Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Auge von London? Sie können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Scheiß sagt man nicht. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Ja, da. Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Anja.
Und nun? Hier steigen sie aus. Okay. Bis dann, Blazkowicz. Was? Wieso? Was hatte der? Steigen sie es nicht, okay? Was hast du vor? Alter, ernsthaft? Au, wow, 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 wow. Oh, nein, 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 nein! So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Wir müssen irgendwas mit... Irgendwas... Das waren Granaten. An Ihnen, Blazkowicz. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Wir müssen irgendwie bis zur oberen Ebene des Nachtkampfs vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Geh mal außen lang. Der Wuffi ist mir zu aggressiv. Okay. Okay, dann muss ich dann doch wohl da lang. Dann muss ich wohl doch da lang. Oder auch nicht. Vielleicht da lang. Auch nicht. Da lang. Ach, ernsthaft. Na. Hallo. Ich komme da nicht durch. Ich will mich doch alle verarschen. Ist der ganze Zaun weg. Ah. Man kann nicht mit dem. Okay, da komme ich nicht lang. Muss ich noch einen anderen Weg gehen suchen. Ach Mann, warum einfach, wenn es auch schwer geht? Nee, da komme ich auch nicht lang. Muss da rein. Ah, okay. Danke. Warte, ach, da war irgendwas. Wo ist es? Da. Eieieiei. Das ist wieder spannend. Uah, Hundi. Artig, Hundi. Ganz brav. Ganz brav. Ah, komm her. Haha. Spiel mit Stöckchen. William, ich habe hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Getötet. Boah. Ist im Feuer verbrannt. Oh, ja, ja, gut, aber wir machen mal hier eine kurze Pause, weil ich glaube, 30 Minuten sind schon fast wieder um. Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder bei Wolfenstein The New Order hier auf meinem Kanal. Dankeschön, ciao.